Bis heute habe ich grundsätzlich nur über Dinge berichtet, die im Ausland stattfanden. Doch auch hier in Deutschland haben wir ein paar einzigartige Geschichten und Straßen, die weltweit bekannt sind. Und die berühmteste deutsche Straße ist natürlich die Reeperbahn. Der Kiez auf St. Pauli lockt jährlich Millionen von Touristen an. Doch das Rotlichtmilieu sorgt auch dafür, dass viele kriminelle Organisationen gegründet werden, bis die Polizei Anfang der 80er Jahre eine Ermittlungsgruppe gegen organisierte Kriminalität gründet. Seitdem wird jede Gruppe, die versucht, den Kiez zu übernehmen, sofort von der Polizei zerschlagen. Und das nicht grundlos. Denn schon seit den 70er Jahren herrscht immer wieder ein Machtkrieg auf die Straßen der Reeperbahn. Da ich ja auch über organisierte Kriminalität berichte, gucken wir uns heute den Machtkampf auf den Hamburger Kiez an. In den 60er Jahren boomt die Prostitution auf der Reeperbahn und viele Frauen stehen auf der Straße, um sich anzubieten. Da dies nicht gut zum Stadtbild passt, entschließt sich der Hamburger Senat, das größte Bordell in Deutschland zu eröffnen, mit über 250 Zimmern, in denen die Frauen in Ruhe arbeiten können. Das Eros Center. Ein Jahr später folgt das Palais des Moors. Mit der Eröffnung des Palais des Moors entsteht da Mitte der 70er Jahre die erste Zuhälterorganisation namens GmbH. Den Namen geben sich vier erfolgreiche Zuhälter aufgrund ihrer Vornamen. G für Gerald Gliesmann, M für Michael Luchtig, B für Walter Vogler, der Beatle genannt wurde, und H für Harry Fortmann. Sie fangen mit 2-3 Frauen an, doch es werden täglich mehr, bis sie die führende Gruppe auf dem Kiez wurden. Sie haben etliche Frauen im Eros Center und im Palais des Moors, durch die sie zigtausend Mark am Tag verdienen. Das verdiente Geld zeigen sie dann mit Luxuskarren und Schmuck. Die Geburt der Zuhälter, wie wir sie bis heute kennen. Niemand wollte sich mit der GmbH anlegen, bis sich eine kleine Gruppe von Jungs einen Namen in der Zuhälterszene macht. Zunächst lacht die GmbH über die Jungs, die jünger sind als sie. Die sollen mal Nutella-Brote essen gehen, meinte mal ein Mitglied der GmbH. Als Trotzreaktion nennt sich dann die junge Zuhältergruppe von 7 Jungs die Nutella-Bande. Neben den beiden Gruppierungen, die immer größer werden, formen sich auch kleine Straßengangs, wie zum Beispiel die Street Boys, die radikale Chicago-Bande und Rockerbanden, wie zum Beispiel die Hells Angels, die 1971 nach Hamburg kamen. Doch auch wenn es nun mehrere Gruppierungen auf dem Kiez gibt, es gibt so viel Geld zu machen, dass sie stressfrei, teilweise sogar nebeneinander arbeiten. Doch das ändert sich leider Anfang der 80er Jahre. Die Einnahmen im Rotlicht werden immer weniger, denn die meisten Freier haben Angst vor dem neuen AIDS-Virus. Der Einbruch der Finanzen sorgt dafür, dass die Zuhälter ihr Lebensstandard nicht mehr halten können. Sie suchen sich eine neue Einnahmequelle und so kam das erste Mal Koks auf den Kiez. Viele der Zuhälter konsumieren die Droge neben dem Verkauf. Und der Drogenkonsum, gepaart mit den Einbrüchen der Finanzen, sorgt für sehr viel Streit und den ersten Toten. Das zweitgrößte Bordell, Palais des Moors, was ca. 240 Zimmer hat, in dem viele Frauen der ganzen Banden arbeiten, wird von Wiener Peter und Chinesen Fritz geführt. Sie haben auch selber Frauen dort stehen. Doch durch die wenigen Einnahmen will sich Chinesen Fritz 1981 vom Wiener Peter trennen. Der Streit zwischen den zwei soll dann eskaliert sein, sodass Wiener Peter einen Killer aus Sizilien angeheuert haben soll. Am 28. September 1981 wird Chinesen Fritz dann in der Ritze erschossen und Wiener Peter muss ab diesem Tag seine Einnahmen nicht mehr teilen. Doch auch wenn das Gerücht rumgeht, dass Wiener Peter den Auftrag gegeben hat, man konnte ihm nichts nachweisen und er wurde deswegen bis heute nicht belangt. Mit dem ersten Mord beginnt dann eine neue Zeit auf dem Kiez. Die ersten Zuhälter fangen an, sich zu bewaffnen. Und es entsteht regelrecht ein Machtkrieg, der schon bei jeder Kleinigkeit eskaliert. Der Konkurrenzkampf ist so stark, dass ab dem Jahre 1982 fast jeden Monat einer aus dem Rotlicht sein Leben verliert. Im April 82 wird Dieter Mohr von der GmbH von einem Mann, der sich als Polizist verkleidet hat, erschossen. Ein Monat später, im Mai, wird ein Mann mit dem Szenennamen Wucher von St. Pauli in seinen Audi erschlagen aufgefunden. Im Juni wird der Zuhälter Dieter Glocke auf den Kiez überfahren. Im Oktober desselben Jahres wird der Wirtschafter des Eros Center erstochen, nachdem er sich bei einem Streit zwischen einem Zuhälter und einer Prostituierten einmischt. Kurz gesagt, es eskaliert einfach regelmäßig. Im Oktober kommt es auch zu einem Streit zwischen zwei Prostituierten im Eros Center, bei der die eine Frau leicht verletzt wird.
Die Frau geht zu ihrem Zuhälter namens Angie Becker, der ein Mitglied der Nutella-Bande ist, und erzählt ihm von der Tat. Angie möchte Schadensersatz und fährt mit seiner Gang zu den Zuhältern der anderen Frau. Doch dort wurde er schon erwartet. Drei Männer schießen ca. 30 Mal auf die Jungs der Nutella-Bande und treffen dabei Thomas, Klaus und Angie, der seine Frau rächen wollte. Angie und Klaus versterben noch vor Ort. Thomas, Szenename Karate Tommy, wird getroffen, kann aber dennoch davonkommen. Die drei Männer, die auf sie geschossen haben, konnten ebenfalls flüchten. Aufgrund der ganzen Taten gründet die Polizei, nachdem sie jahrelang behauptet hat, es gäbe keine organisierten Gruppen, eine Ermittlungsgruppe gegen organisierte Kriminalität. Damit wird der Druck auf die Zuhälter von Tag zu Tag größer, sodass als erstes die GmbH zerbricht. Der Michael, Szenename der schöne Misha, von der GmbH nimmt sich das Leben. Andere Kiezgrößen wie der Wiener Peter connecten dagegen mit Leuten, die seine Probleme aus der Welt schaffen. Und so holt der Wiener Peter den Auftragskiller Werner Pinsner auf den Kiez. Pinsner erschießt für 30.000 Euro einen Mann, der Wiener Peter erpresst hat, und zeigt Wiener Peter damit, dass er sein Wort hält. Durch seine neue Connection auf dem Kiez treibt sich Werner Pinsner immer häufiger auf St. Pauli rum. Am meisten mit den Jungs der Chicago-Bande, die er auf dem Kiez kennenlernt. Auch wenn er ein schräger Typ ist. Die Leute respektieren ihn, weil sie wissen, zu was er in der Lage ist. Und so kriegt Pinsner den nächsten Auftrag. Ein Zuhälter will seinen Partner namens Peter Feilmeier beiseite haben. Also lockt Werner Pinsner Peter Feilmeier in einen Hinterhalt und erschießt ihn. Wenig später bekommt er den nächsten Auftrag vom Wiener Peter. Er soll einen Geschäftspartner mit dem Szenenamen Lackschuh umbringen. Und auch Lackschuh wird wenig später von Werner Pinsner erschossen. Dadurch wird Wiener Peter Mitte der 80er Jahre die Nummer 1 auf St. Pauli. Doch wenn man die Nummer 1 ist, zieht man natürlich auch automatisch die Konkurrenz an. Ein sehr berüchtigter Zuhälter namens Waldi entschließt sich aufgrund dessen, mit einem Kumpel und Stefan Henschel den Wiener Peter zu besuchen. Die drei Männer fordern Anteile vom Palais des Moors. Doch Wiener Peter lehnt natürlich ab, sodass die drei Jungs auf Wiener Peter losgehen. Sie verhauen ihn und das vor seinen Frauen, ohne zu wissen, wie radikal Wiener Peter mit seiner Konkurrenz umgeht. Nach der Tat bietet Wiener Peter Werner Pinsner 60.000 Mark an, um die drei umzubringen. Im März 1985 erschießt Pinsner dann Waldi und seinen Freund. Waldi und Pinsner kannten sich und deshalb hat Waldi ihn sogar in die Wohnung gelassen, ohne zu wissen, dass sein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde. Stefan Henschel war nicht am Wesen und muss deswegen täglich um sein Leben bangen, bis er dann letztendlich nach Spanien flüchtet. Durch die ganzen blutigen Ereignisse ist die Polizei gezwungen, sehr hart durchzugreifen. Deshalb veranstalten sie regelmäßig Razzien, bis eine Person letztendlich bereit ist, auszupacken. Die letzten Beweise gegen Werner Pinsner werden gesammelt und am 15. April 1986 wird Pinsner dann in seiner Wohnung überrascht und verhaftet. Bei der Vernehmung fängt Werner Pinsner an auszupacken. Er erzählt über alle seine Morde und wer die Auftraggeber sind. Doch vor Gericht wird er niemals aussagen können. Denn bei einer Vernehmung schmuggelt Pinsners Freundin einen Revolver mit ins Aussagezimmer. Mit dem Revolver erschießt Pinsner dann den Beamten, der ihn verhört hat, seine Freundin und am Ende sich selbst. Unglaublich, Digga. Wiener Peter und andere Auftraggeber, die Pinsner bis dato genannt hatte, wurden alle verhaftet und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Wiener Peter kam im Jahre 2001 wieder frei und wurde dann nach Österreich abgeschoben. Heute soll er in Ibiza leben. 90% der Zuhälter wurden am Ende zu Fall gebracht. Viele wurden auch im Nachhinein erschossen, sind jahrelang in Haft gegangen oder haben sich am Ende das Leben genommen. Damit endet die blutigste Ära der Reeperbahn. Und es war wieder Platz für neue Gesichter. So kamen dann die Hells Angels, dessen Hauptgebiet die Schanze war, langsam immer mehr auf den Kiez. Kurze Zeit später haben sie schon 70 Frauen im Aero-Center stehen. Seitdem breiten sie sich auf den ganzen Kiez aus. Neben ihnen versuchen noch viele Ausländer, die Macht vom Kiez zu erobern. Anfang der 90er Jahre versuchen dann albanische Gruppierungen, den Kiez zu übernehmen. Sie zwingen alle Gastronomien und Bordellbesitzer, ihr Geschäft an sie zu verkaufen. Und wer sich weigert, wurde meistens Opfer von Gewalttaten. So konnten albanische Banden sehr viele Immobilien auf dem Kiez kaufen, die sie bis heute noch besitzen. Doch die Hells Angels ließen sich nicht vertreiben und wurden neben den ganzen kleinen Gruppierungen von Albaner, Russen und Kurden bis zu den 2000ern immer mächtiger. Im Sommer 2000 sind die Hells Angels dann auf ihrem Höhepunkt. Doch ein Angel-Mitglied namens Strähnchen Matthias soll seine Frauen geschlagen haben, die dann zur Polizei gehen und auspacken. Die Polizei, die sowieso nicht gut auf die Hells Angels zu sprechen ist, greift aufgrund dessen hart durch. Mit 400 Beamten durchsuchen sie alle Lokale der Hells Angels und beschlagnahmen dabei 17 Millionen Euro, die angeblich unversteuert waren. So kamen dann auch die drei führenden Hells Angel-Mitglieder,
in den Knast und es wird wieder mal ein Machtvakuum hinterlassen. Anfang der 2000er entsteht dann die Marek-Bande, die den Kiez übernimmt. Die Marek-Bande war eine Gruppe von ca. 100 Jungs aus der Bodybuilder-Szene. Sie sollen sehr radikal gewesen sein und damit ca. 27 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Im Jahre 2005 wird dann der Kopf der Bande und mehrere Mitglieder verhaftet. Der Prozess endet mit 7 Freisprüchen, 2 Bewährungsstrafen und nur einer Verurteilung. Doch nach dem ganzen Stress soll sich der Kopf der Marek-Bande zurückgezogen und ein kleines Bordell in der Süderstraße eröffnet haben. Zu der gleichen Zeit war einer der letzten Urgesteine auf dem Kiez ein Albaner namens Albaner Toni, der sein Geschäft im Aero Center seinen Neffen namens Safi übergab. Safi gründet dann die Aero Center Gang, die für Schlagzeilen sorgt und den Kiez unsicher macht. Bis ein Mitglied auf einen Türsteher schießt und mehrere Mitglieder verhaftet werden. Als sie dann noch wegen interner Streitereien aufeinander schießen, löst sich auch die Aero Center Gang auf und das Aero Center wird im März 2015 geschlossen. Die Polizei hat verstanden, dass im Grunde der, der das Aero Center führt, das Sagen auf dem Kiez hat. Also benennen sie das Aero Center um. Sie nennen es Pink Palace und stellen den ersten offiziellen Manager namens Thorsten Eigner ein. Er soll dafür sorgen, dass nie wieder Gruppierungen eine solche Macht über das alte Aero Center haben. Doch auch nach der Schließung und der Umbenennung des Aero Centers wurde es alles andere als ruhig auf dem Kiez. Ab dem Jahre 2015 gab es auf dem Kiez eine blutige Auseinandersetzung zwischen Hells Angels und den Mongols. Dabei landet ein Mongols-Mitglied ein lebenslang im Knast und ein Hells Angel-Mitglied wird unter anderem schwer verletzt. Und ich denke, solche Machtkriege wird es auch weiterhin im Rotlicht geben. Auch wenn es höchstwahrscheinlich nie wieder so schlimm wird, wie es früher mal war. Denn mittlerweile ist fast jeder Winkel auf der Reeperbahn von Überwachungskameras überwacht, während die Polizei hart durchgreift. Auch das Zeitalter hat sich geändert und ein Zuhälter ist nicht mehr so gefragt wie früher. Und man kann nicht mehr genau sagen, wer das Sagen auf dem Kiez hat. Die Hells Angels werden auf jeden Fall immer ein Teil des Hamburger Rotlichts bleiben. Und ich bin mir auch sicher, dass es den einen oder anderen gibt, der sehr viel Macht auf dem Kiez hat. Doch das waren alle Infos, die ich online finden konnte. Wenn ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, dann kann ich euch die NDR-Doku, als die Killer auf den Kiez kamen, und alle Spiegel-TV-Dokus empfehlen. Außerdem findet ihr, wie immer, alle meine Quellen in der Videobeschreibung. Bei dem obersten Video kommt ihr zu Part 1 meiner Gardi-Story, zu der sehr bald Part 3 erscheinen wird. Und bei dem untersten Video kommt ihr zu Doku über die Entstehung der Crips Gang. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gardi.